Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Hochinteressantes Geräusch. Wir haben beim letzten Mal diese beiden Räume hier gemacht, oder den Raum hier, und jetzt sollten wir den eigentlich folgen, aber wir gehen natürlich erstmal in die andere Richtung, ist ja logisch, ne? Also wenn die wollen, dass wir nach A gehen, dann gehen wir natürlich erstmal nach B. Au, du Stricher. So. Was geht hier? Verrecke. Sehr schön. Die haben wir weggemacht. Das gefällt mir doch sehr gut. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob wir hier nicht was verpassen können. Stand im Wiki nicht viel dazu. Nur zu der Kanalisation, die wir auch noch müssen. Oh, viel Geld. Das wäre aber ärgerlich gewesen, wenn wir die verpasst hätten. Gönnen wir uns die noch. Das war's auch schon scheinbar. Okay, schade. Dann gehen wir wobei wieder in die andere Richtung. Die sind ja da lang. Wir gehen jetzt hier lang. Ich glaube, die Sachen hatten wir schon angeguckt. Ja. Hatten wir. Das und das hätte ich gerne noch. Da folgen wir jetzt noch nicht. Und dann gehen wir jetzt erstmal in den Raum hier rein. Das ist ja gar nicht mal so gut. Oh, Drauhuren! Komm mal raus hier. Hm? Kleinst im Raum kämpfen, vielleicht auch nicht so die beste Idee, die ich jemals hatte. Schlitz. Gehen wir mal kurz Quen. Ich weiß leider nicht, wie viele da drin noch leben. Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz. Oh, Junge. Schöner Kill. War nicht eben fast tot? Oh, jo. Nochmal genau der gleiche Kill-Move, okay. Schade. Hatte ich mir mehr erhofft, bin ich ehrlich. Übrigens, kleiner Spaß. Teil der Draugurenrüstung ist nicht der hier gemeint, sondern der andere. Gönn. Okay, das zweite wollte ich nicht aufheben, aber egal. Ja, komm, wir gönnen uns alles. Hm? Ist ja umsonst. Da runter möchte ich, glaube ich, noch nicht. Weiß ich aber noch nicht. Das ist alles Müll. Okay. Dann looten wir mal die Truhe hier. 20 Mark. Ja, 20 Mark sind okay, aber jetzt nichts, weswegen ich hier mich übermäßig freue. Also im Endeffekt hat sich das bis jetzt nicht gelohnt. Außer vielleicht für die Draugurenessenz. Wie gut bist du? Du bist gar nicht mal so gut, leider. Schade. Kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich über das Schwertchen gelesen habe. Ich habe gegen Untote gekämpft, einfache Teil. Wie ich mich auf Professor Lindensteins Gesicht freue, wenn er das erfährt. In den Kanälen rumzuwieseln. Wonach suchen wir doch? Ein paar Gräbern, habe ich gehört. Gräber? Vielleicht ist dabei was drin für uns. Haltet ihr die Klappe? Soll der Fett... Wir haben Gesellschaft. Redanische Bastarde!
Ja. Ob jetzt ihr Bastarde seid oder anderthalbhänder, Kurzschwert. Okay, Müll. Gut. Besiegt man, glaube ich, auch mal schnell. Okay, wir gehen mal weiter. Das ging ziemlich schnell. Der Eingang muss hier irgendwo sein. Wenn man unseren Fachleuten trauen kann. Der Henner hat mit Illusionen hantiert. Unter anderem. Er hat auch viel mit Golems experimentiert. Golems mit der Gabe zu sprechen, wie es heißt. Sie waren zwar keine Dichter, aber... Schluss jetzt mit der Lobhudelei. Es ist wirklich eine Illusion. Ich habe den Schwachpunkt gefunden. Zurücktreten. Okay, dann zeig mal, was du kannst, Mädchen. Leiter, Leiter, ein Laun. Lisa, ein Laun, Leiter, dir. Sprache spreche ich nicht so gut. Er reagiert auf meinen Zauber. Oh, what the fuck? Hast du bemerkt, wie Adalbert dauernd hinter uns herschleicht? So viel zu nilfgaardischem Mut. Sowieso ein Hund. Herzen und Füße, sie kennen mich beide. Ich habe kein Messer, doch sagt man, ich schneide. Was bin ich? Vorsicht mit der Antwort. Es könnte eine Falle sein. Typisch der Henner. Er war ein Genie mit Hang zu miesen Scherzen. Richtig kindisch. Dann sollte eine Erwachsenengruppe, angeblich Experten, ja keine Probleme damit haben. Fürwahr. Es ist trivial. Die Antwort ist Schmerz. Falsch. RIP! Nein! Das darf nicht wahr sein! All die Jahre gemeinsamer Forschung. Warum haben wir uns hierauf nur eingelassen? Leck mich am Fuß, Alter. Das war aber zügig zu Ende. Speichern. Wie wir von den Büchern träumten, den Tränken. Mein armer Freund. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Hinter uns. Schön oder schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. Ein Reim, die Zeit, ein Traum, ein Tag, das Alter, der Tod, ein Verbrechen. War hier jemand als Kind gut bei Rätseln? Entschuldigt, ohne mich. Dein und nur dein. Ertrag's. Die Zeit. Die Zeit fließt. Sie kommt nicht nachts oder tags. Richtig. Du redest Quatsch. Aber bei Träumen. Zeit kann schön oder schrecklich sein. Das kann auch ein Reim. Aber ein Reim kann nicht lang sein. Ein Tag schon. Man sagt doch auch, meine Zeit ist gekommen. Aber der Rest passt nicht. Wir spielen hier nicht Topfschlagen. Wir riskieren hier unser Leben. Ich bin tatsächlich bei ein Traum. Also ein Reim, nee, der kommt nicht tags oder nachts. Die Zeit kommt auch nicht, die fließt, wie sie schon sagte. Ein Tag ist nicht tags oder nachts, sondern beides. Das Alter, warte mal. Könntest du das Rätsel wiederholen? Schön oder schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. Das Alter, schön oder schrecklich, nö, der Tod, ja, aber sehe ich nicht, also ich sehe am ersten einen Traum. Ein Traum. Richtig. Bis jetzt ist es ganz gut gelaufen. Schisch. Nicht für alle. Ja, nicht für alle, da stimme ich aber zu. Darf ich ihn loopen? Ich wette, auf uns warten noch ein paar von der Hennas Überraschungen für ungebetene Gäste. Das sind übrigens... Random Rätsel, die kann man nicht nachlesen. Zumindest habe ich das so jetzt verstanden in den 15 Sekunden, die ich mir das kurz durchgelesen habe. Die Antwort stand zumindest nicht im Wiki. Im Wiki steht das letzte Rätsel. Das werde ich mir auch angucken. Okay, plötzlicher Ladebildschirm. Hier ist jemand gewesen, vor kurzem. Ja, vermutlich die redanischen Soldaten, ne? So, das letzte Rätsel soll man relativ einfach lösen. Können. Ganz kurz. So, da bin ich wieder. Hatte gerade was Privates.
Ich weiß nicht, ob ich hier rein möchte. Möchte ich hier neu? Nö, da geht's nämlich weiter. Okay. Ich erwarte irgendwie so ein paar Rätseltexte oder sowas. Cool. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Nochmal Kohlen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die Nilfgaarder sind. Ne, die Redanier. Nanu, da ist ja die Konkurrenz. Tötet sie! So, stechen wir die mal ab. Die stechen wir einfach mal ab hier. Ich sehe hier übrigens echt nicht so viel. Ach, das ist unsere. Wieso kann ich ihn nicht abstechen? Die Sache wird interessant. Sie müssen direkt aus ihrem Lager hier runtergestiegen. Ach, das ist unsere. Astrologische Karten. Noch ein Wächter. Die Gnome von Mahakam und Tyr. Leiter, Leiter, ein Laun. Lisa, ein Laun, Leiter, Dürr. Okay. Noch was hier drin? Legendäre Schätze. Primitives Silberhalsband gönnen. Astrologische Kuriositäten, meine Güte. Müll, Müll. Ich mach nochmal an. Das ist übrigens übel laut. Was ist hier? Nichts, okay. Nichts, nichts. Hier ist eine Tür. Da komme ich doch her. Ich habe schon wieder nicht alles angeguckt, glaube ich. Sieht aber gut aus. Okay, ich würde sagen, bevor wir den machen, lesen wir uns erstmal kurz die Bücher durch. Also kurz, das sind ja nur 8 oder so. Astrologische Karten. Okay, 5 Stunden, 14 Minuten, minus 8 Grad, 12 Sekunden? War das Sekunden? Oder auch Minuten? Ach, keine Ahnung. Also, ja. Angaben halt. Die Gnome von Mahakam und Tyr Tochail. Es ist weithin bekannt im Norden, dass in Mahakam Gnome in völliger Harmonie mit den Zwergen existieren. Koexistieren. Hier herrscht nicht jene Zwietracht, die sonst das Zusammenleben verschiedener Rassen begleitet. Gnome wie Zwerge in der Bergregion leben vom Bergbau und der Verarbeitung der unermesslichen mineralischen Reichtümer, die sie dort abbauen. Dennoch ist die Mehrzahl der Gnome nicht in den Bergen, Hügeln und Tälern Mahakams beheimatet. Diese Ehre gebührt Tyr Tochair, wo die kleinen Kreaturen jene legendären Waffen herstellen, die sowohl in den Norden als auch in den Süden exportiert werden. Die berühmten Gwyhyr-Schwerter, nach Gnomenart geschmiedet, gelten als die besten Klingen der Welt. Ihre Hochöfen und Dampfhämmer zum Verarbeiten der Metalle und Legierungen verdienen dieselbe Bewunderung, sind jedoch lange nicht so bekannt. Nur wenige wissen, dass Tyr Tochair herrliche Opale exportiert, sie dort nach einem Erdbeben üppigen... Was? Exportierte, sie dort nach einem Erdbeben üppige Flöze des kostbaren Minerals entdeckt worden sind. Was? Seid! Ich bin zu dumm zum Lesen. Gnome sind die unbestrittenen Meister der Juwelierkunst. Der Berg Anur, dessen Flanke beim Einsturz die Schätze freigab, heißt nun Schatzberg und die Opale werden direkt aus seiner Wand abgebaut. Okay, das war uninteressant. Also es war nicht uninteressant, aber es hatte wenig mit dem zu tun, was wir gerade tun. Legendäre Schätze. Unter den anerkannten Schätzen des vergangenen Jahrhunderts haben es 3 zu außergewöhnlichem Ruhm gebracht. Der erste ist das Bärensteinzimmer, das Demavents Vater Viruphil als Beute beanspruchte, nachdem er
Medell von Temerien besiegt hatte. Dieses atemberaubende Meisterwerk, ein komplett Bernstein ausgekleidetes Zimmer, ging beklagenswerterweise in den Wirren des Krieges verloren. Ob es nun verschütt ist oder zerstört, es ist spurlos verschwunden. Der zweite Schatz gehört dem Drachen Ockwist vom Quarzberg. Letzterer ist auch bekannt als Kristallberg oder Berg des brennenden Sandes. Eine Gruppe unter Führung von Japen Ziegrin tötete die Bestie und erlangte den Schatz, darunter Saphire von einmaliger Farbe und Diamanten groß wie Kirschen. Diese Edelsteine sorgten für Furore auf dem Juwelenmarkt. Komisch, dass sie da nicht reich sind, die Boys. Um den dritten legendären Schatz des Jahrhunderts ranken sich Legenden, da sowohl seine Zusammensetzung als auch Ort und Umstände seiner Entdeckung geheim sind. Eins steht fest, er enthielt Artefakte von ungekannter Macht. Eines davon explodierte und tötete drei der fünf Magier, die den Schatz untersucht hatten. Die Allgemeinheit hätte bei dieser Gelegenheit mehr über die Entdeckung erfahren können, doch kurz nach dem tragischen Unfall senkte sich wieder einmal der Mantel des Schweigens über die Sache herab. Dazu gedichtete Worte bitte einfach ignorieren. Dann haben wir noch astrologische Kuriositäten. Vor langer Zeit brachten die Prinzen von Bremerwort die Mächte der Tiefe in Rage. Vielleicht sogar die Götter selbst. Ein Meeresdrache erschien in den küstennahen Gewässern, wo er Fischer und Perlentaucher tötete. Das Fürstentum war ohnehin schon von Armut und Hunger gebeutelt. Daher beschied der Regent, die Wasser mit einem Jungfrauenopfer zu besänftigen. Damals das übliche Verfahren bei Wirtschaftskrisen. Okay, was auch immer das jetzt mit einer Wirtschaftskrise zu tun hat, aber okay. Zum Glück für die junge Frau war ein Hexer in der Gegend. Dieser wurde beim Spaziergang einer schlangenartigen Bestie gewahr. Sie tauchte aus dem Wasser auf und hielt das Mädchen zu. Was? Hielt auf das Mädchen zu, das in unschicklicher Position an einem nahen Felsen gekettet war. Der Hexer tötete den Drachen, befreite die Frau und, wie die Chronisten berichteten, nahm sie mit ihrem Einverständnis auf besagtem Felsen. Läuft bei ihm. Wir können eine Reflexion dieser Ereignisse im Sonnenhimmel sehen, wenn sie unserer Herrin in Silbertracht das Gesicht verbirgt. Dort ist die Frau, die panisch nach Westen schaut, von wo sich der Drache heranwindet. Okay, ich habe keine Ahnung, was das mit dem Rätsel zu tun haben könnte, aber wir gucken mal. Servus. Ein Kaspar weniger. Ich wette, auf uns warten noch ein paar von der Hennas Überraschungen für ungebetene Gäste. Überredet. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk, was man für Schätze dort entdeckt. Hörte ich, wie sich jemand beschwert, die Rätsel wären zu einfach? Durchdenken wir die Sache. Wir haben 9 Alkoven mit Fresken. Das sind 3x3 Fresken. Das Rätsel spricht von 3 Wegweisern, die für die Reisenden angebracht sind. Wir müssen die Fresken untersuchen und dort die Antworten finden. Ich sage gerne was zum Rätsel, aber bei der Entschärfung der Vorrichtung mache ich nicht mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Okay. Was für Fresken, Bruder. Oh, okay. Fancy. Elder Fancy, okay. Krass. Stell dich und 2 deiner Begleiter auf die richtigen Steinplatten. Kann ich die aktivieren irgendwie? Ich habe legitim keine Ahnung, was der von mir möchte übrigens. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt.
Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Okay, ich habe keine Ahnung, was er weiß. Was haltet ihr vom ersten Wegweiser? Das Stundenglas ist ein Symbol für Zeit. Ein gewundener Drache, der sich in den Schwanz beißt, steht für die Unendlichkeit und damit für Zeit. Eine Konstellation, denn der alchemistische Drache ist geflügelt. Jeder fähige Alchemist ist auch Astrologe. Es muss eine Konstellation sein. Eine alchemistische Allegorie. Ein geflügelter Drache symbolisiert den Urstoff. Okay. Ich glaube, es ist nee, das wollte ich nicht. Ich übernehme das. Klar, Spaßfuck, ich wollte ihn gar nicht darauf stellen. Ich würde sagen, wie wir hier weitermachen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.